Ja, hallo Leute. Ich könnte es hier jede Woche hören, wirklich diese Champions League. Es ist einfach so toll. Diese Mucke und dann diese Stimmung, das Einlaufen. Einfach genial. Und ja, wir sind heute in der Festung in Istanbul. Und das Hinspiel erlaubt uns wirklich ein bisschen zu taktieren. Wir haben ein Tor geschossen, 1:0 zu Hause. Die Spieler von Fenerbahce haben kein Tor erzielen können. Das heißt, kein Auswärtstor. Jetzt kommt Koit. Hoffmann kompromisslos schlägt den Ball weg. Jetzt können wir vielleicht mal kontern. Simmons auf Polter. Polter kann sich gegen Korkmaz nicht durchsetzen. Was ich noch sagen wollte, jetzt müssen wir erstmal nochmal schauen. Schön gespielt von Polter, jetzt links raus. Julian Wiesmeier flankt sofort. Aber Sabitzer kann den Ball nicht bekommen. Das bedeutet, Fenerbahce muss auf jeden Fall einmal treffen. Also das steht fest. Also die müssen hier ein Tor schießen. Wie auch immer, jetzt Foul an Polter. Der beschwert sich hier, es gibt keine Karte. Freistoß in der 10. Minute durch Kiyotake, unseren japanischen Spielmacher. Der bringt den Ball jetzt hoch rein. Korkmaz klärt. Mühe ein bisschen. Letztendlich ist der Ball draußen. Jetzt geht es sofort nach vorne. Wir können den Ball aber klären. Papadopoulos steht sehr weit vorne. Wahrscheinlich noch von der Ecke. Wiesmeier, schöne Flanke. Chandler ist da vorne. Kommt aber nicht ganz dran. Schade. Das ist Erkin. Auf Christian Baroni. Iravul, langer Ball. Sehr schön langer Ball. Koit. Jetzt muss Hoffmann aufpassen. Flanke rein. Oh, Gottes Willen. Da stand Bienvenu. Da hätte er eigentlich nur noch den Kopf hinhalten müssen. Lange. Och, was ein schönes Tor. Dirk Koit mit dem 1:0. 17. Minute. Was hat Schäfer denn da gemacht? Das Ding, das kam von so weit außen. Hier sehen wir es nochmal. Der ist fast schon im Aus. Dann kommt der Ball. Ja, Schäfer steht einfach nur da. Und ja, die Verteidiger hinten, die gucken sich da auch gegenseitig an. So nach dem Motto, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Man kennt's ja. Wiesmeier auf Polter. Legt nochmal zurück. Wiesmeier sieht jetzt schön seinen Außenkollegen Sabitzer. Ah, das ist einfach klasse gemacht, die Grätsche. Kiyotake, das war wahrscheinlich ungewollt, aber sah trotzdem gut aus, hat seinen Zweck erfüllt. Sabitzer mit dem Dribbling. Macht das super. Flanke, da unten steht Wiesmeier, der muss er machen. Und was für ein schönes... Was für ein schönes Tor. Ich habe schon gedacht, dass Wiesmeier beziehungsweise oben Sabitzer das durch das Dribbling ein bisschen vermasselt hat, aber ganz genau das Gegenteil war der Fall. 1:1, ja, da jubelt auch der Trainer. Da sehen wir es nochmal. Was hat er denn da vernascht? Flankt. Ja, Wiesmeier hat sogar noch die Zeit, den anzunehmen. Und ich glaube, besser antworten kann man nicht. Das haben wir ja schon gegen Bremen gesehen. 1:1. Innerhalb von, ja, guten 7, 8 Minuten können wir das Ding hier wieder ausgeglichen gestalten. Und jetzt haben wir das, was uns wirklich einen kleinen Puffer beschert. Selbst wenn Fenerbahce jetzt hier das Ding gewinnen würde mit 2:1, würde das nicht reichen, weil wir eben das Auswärtstor haben. Sehr schön gemacht von Polter. Klasse auf Wiesmeier. Der ist schnell, das sieht man hier. Flankt den Ball. Aber klasse geklärt vom Fenerbahce-Verteidiger. Balic auf Kiyotake. Polter dreht sich, kommt nochmal hin, schießt, abgefälscht. Ja, Demirel geht da gar nicht hin, merkwürdigerweise. Hat wahrscheinlich gedacht, es wäre ein einfacher Schuss gewesen. Wollte ja Abschluss haben, aber es gibt die Ecke. Nach einer knappen halben Stunde, bisschen länger. Polter erreicht den Ball nach Ecke von Kiyotake. Sabitzer, nochmal Sabitzer. Marcel Sabitzer, klasse Tat von Demirel. Gönül auf Korkmaz. Jetzt müssen sie ihn erstmal rausbekommen, den Ball. Es gelingt auch. Ja, es wird sogar der Konter eingeleitet. Dirk Koit. Raus auf Erkin. Der flankt. Ja, da kommt Krasic wahrscheinlich nicht mehr hin, weil Papadopoulos sprintet wie ein Rennpferd. Klasse gemacht. Pinola bringt den Ball nach vorne. Wiesmeier. Kiyotake. Polter muss dem Ball entgegengehen. Macht das ein bisschen träge. Wieder Dirk Koit. Es geht jetzt hier hin und her. Die Türken sind wütend. Man merkt's. Langer Ball. Da wird keiner mehr drankommen. Die Kräfte können sich meine Spieler sparen. Pinolak schnappt sich den Ball zum Einwurf. Ihr habt es wahrscheinlich bemerkt. Ich habe mal Tausch draußen gelassen. Ich habe das vorher gar nicht gerafft, dass der spielen darf. Ich habe das nachher nochmal, als ich das Video im Rendern fertig hatte und ich habe mir die fertige Datei angeguckt, habe ich gemerkt ganz am Ende, Moment, da ist ja gar kein Symbol. Und du Dödel, die hast den draußen gelassen. Ja, ihr habt einfach dann
das Spiel dann trotzdem so gestartet, einfach damit ich das authentisch halte. Dass ihr auch wirklich alles seht, was ich mache. Und ja, so ist es. War ja nicht schlecht, dass vorne der Polter gespielt hat. Ich meine, so schlecht war es jetzt nicht. Da sehen wir es nochmal. 17. 1-0 Fenerbahce, dann 25. sofort nachgesetzt von unserer Mannschaft. Somit haben wir die Verlängerung schon mal ausgeschlossen. Die wird es heute nicht mehr geben. So, lasst uns genauso weitermachen. Dann fügt sich alles zusammen. Spielergespräche. Ja, ich muss mal Hoffmann motivieren. Auch hier den Hanno Balic. Kiyotake kann nie schaden. Polter und ich würde auch sagen, den guten Papadopoulos hinten in der Abwehr, dem man ein bisschen Mut zusprechen. Ich denke mal, André Hoffmann, der wird nachher noch Platz machen für Yannick Westergaard, der Gott sei Dank wieder da ist. Pinola ist auch von der Frische nicht mehr so auf dem Dampfer. Müssen wir einfach mal abwarten, wie das gleich aussieht. Wir wechseln natürlich gar nichts. Ich fand es nicht so schlecht, das Spiel. Wir müssen ja auch bedenken, dass wir hier auswärts spielen. Fenerbahce natürlich heiß wie Frittenfett. Die Stimmung in der Türkei ist ja sowieso extra klasse. Auch wenn es da manchmal ein bisschen wild durch drunter und drüber geht, wollte ich sagen. Auch nicht immer verständlich. Aber das ist halt, die sind sehr emotional und zum Teil ist es ja auch wirklich positiv. Und das sehen wir hier heute auch. Schöner langer Einwurf. Jetzt müssen wir aufpassen, wenn wir keinen bösen Konter kriegen. Pierre-Menu kommt da ganz einfach an Papadopoulos vorbei. Der kommt jetzt aber wieder zurück. Ich denke mal, das müsste wieder passen. Da steht er wieder. Ball raus. Pinola ist nicht beim Mann. Krasic flankt. Chandler quer im Strafraum. Das sollte man natürlich möglichst vermeiden. Wiesmeier auf Kiyotake. Schöner Ball raus. Sabitzer will Polter lang einsetzen. Das war kein Pfiff vom Schiedsrichter. Das war einfach im Sound der Fans. Hat anscheinend einer eine Drillerpfeife mitgenommen. Sabitzer. Ach, Balic verliert den. Aber Kiyotake ist da. Zum Glück kann nachsetzen. Sabitzer nochmal. Läuft in den Verteidiger rein. Kein Foul. Dirk Hoyt gegen Chandler. Klasse gemacht. Hackentrick, Hackentrick. Fantastisch gespielt von Mann Polter. Da muss er abspielen. Jetzt bekommt er den Ball nochmal. Aber Demirel hält. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt eine gute Stunde gespielt. Ich will einfach unseren Bomber da vorne reinwerfen. Tim Matausch darf jetzt in die Mannschaft. Ich denke mal, ihn setzen wir auch als Sturmtank ein. Vergleich. Ne, wollte ich doch gar nicht. Ich wollte Anweisungen. Einfach, dass er hier noch den Ball hält. Genau. So. Er muss einfach vorne sein und... So, wo haben wir Hoffmann? 71er. Das ist nicht verkehrt. Also, eher sieht es hier im Mittelfeld ein bisschen dünn aus. Ich würde mal sagen, Papadopoulos. Für... Was haben wir? Balic hat eine Note 3,5. Er ist aber noch frischer als Simmons. Also machen wir das so. Und jetzt kommt Yannick Westergaard wieder auf seine angestammte linke Innenverteidigerposition. Ich hoffe, dass mit ihm dann auch die Stabilität wieder da ist. Also wir haben jetzt in gegen Bremen zu Hause und heute auch hier ein Gegentor bekommen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft da hinten nicht so sicher stand. Sabitzer, kommt er noch hin? Nein, knapp nicht mehr. Da kommt Westergaard. Die Stütze hinten in der Verteidigung. Und auch Tim Matausch kommt in die Partie für Sebastian Polter. 64. Minute Doppelwechsel für den 1. FC Nürnberg. Das ist ein ganz heißes Ding hier noch. Man muss sich nur mal vorstellen, wenn die jetzt noch ein Tor schießen, dann gibt es hier aber einen richtigen Sturmlauf. Da ist Sabitzer wieder. Ball wird abgeblockt. Kiyotake schön dazwischen gegangen. Chandler jetzt nochmal. Kiyotake auf Sabitzer. Topal faul. Ah, das habe ich nicht so gesehen. Das wurde ihm dazu Unrecht weggepfiffen. Kiyotake mit dem Freistoß. Er kann es ja eigentlich. Er kann es ja eigentlich, der ist flach. Oh, um Gottes Willen. Was war das denn? Das war ein Ronaldinho-Gedächtnisfreistoß. Der geht ja unter der Mauer durch. Guck mal, hier ganz flach. Och, der Torwart liegt und dann springt er ihm von dem Arm ans Knie und dann über die Linie. Oh, jai. Das ist ja bitter. Das ist wirklich ganz, ganz bitter jetzt. Also es beraubt jetzt dem Spiel auch so ein bisschen seine Würze. Ich hatte nämlich wirklich nochmal... mich auf deinen Sturmlauf der Türken vorbereitet. Und jetzt wechseln sie hier nochmal. Topus und Topusch. Gegen führt Chana Erkin. Ja, die Fans, die mir jetzt hören, das werden wahrscheinlich unsere sein. Bienvenue bekommt jetzt nochmal einen langen Ball nach vorne. Flankt den rein, aber Schäfer mit einer Faust vor Keut am Ball. Konter wäre fast gestartet gewesen. Jetzt vielleicht nochmal Papadopoulos mit dem Kopfball. Sabitzer nach links. Wiesmeier, langer Ball. Da ist Matausch. Der hat Platz. Der ist frisch. Der läuft hier Topball mal ganz gepflegt weg.
Will den nochmal reinflanken. Kiyotaka auf Wiesmeier. Was ein Duett da vorne. Wäre fast nochmal zu Matthaus zurückgekommen, der Ball. Papadopoulos im defensiven Mittelfeld jetzt mittlerweile. Langer Ball, Topal vor Matthaus. Ich bin mal gespannt, können wir noch einmal wechseln oder habe ich mich da... Wir können nochmal. Ich würde sagen, Julian Wiesmeier hat super gespielt. 2,5er Note bekommen. Was hat Kiyotaka? Eine 2. Ich würde sagen, dann werden wir Kiyotaka mal schon. Ich würde jetzt Gebhardt gerne noch... Oder kann Esswein da links spielen? Ich würde Gebhardt gerne noch reintun. Ich versuche mal gerade nochmal ganz schnell mit Esswein, was der da für eine Stärke hätte. Ja, machen wir mit Esswein. Lassen wir den laufen, denke ich. Der hat ja wirklich sich das verdient. Beim schönen Einstand gegen Bremen, als er da wirklich eingewechselt wurde und zweimal die Vorlage gegeben hat zum letztendlich dann noch ja, 3 Punkte entscheidenden Siegtreffer von Matthaus, der jetzt am Ball ist gegen den Verteidiger Kiyotaka nochmal. Er könnte das jetzt hier ein bisschen locker runterspielen. Kiyotaka soll ausgewechselt werden. Ich denke mal, wenn der Ball jetzt nicht ins Aus geht, dann muss ich hier nochmal einfach rufen, dass die das Ding jetzt ausschießen sollen. Das Ausspielen brauche ich schon gar nicht mehr. Machen die schon von selber. Durch einen Foul sogar. Nach Maus weg. So. Was diskutiert er da? Ja, das war im Endeffekt ein ganz normaler Zweikampf. Vielleicht kann man noch drüber diskutieren. Vielleicht ein taktisches Foul in dem Sinne. Da kommt Esswein. Für Kiyotaka, der ein gutes Spiel gemacht hat. Und, Joseph Michael Jobo kommt jetzt noch in die Partie für Topal. Nochmal Krasic versucht den lang zu spielen, aber Pinola steht da, wo er stehen muss. Blockt den Ball ab. Ja, da ist vielleicht noch was möglich. Vielleicht den Konter zu fahren. Esswein versucht es nochmal lang auf Matthaus. Sabitzer. Naja, wird gefoult, aber diesmal lässt er die Pfeife stumm. Der Unparteiische. Nochmal lang, Bienvenue. Da kommt er, glaube ich, noch hin. Ist schon die Nachspielzeit. Flankt den nochmal, aber da hat Chandler keine Mühe. Wiesmeier. Nochmal mit dem Ballverlust. Krasic. Keut. Dirk Keut nochmal zurück. Aber Weitschuss, kein Problem für Schäfer. Der schlägt doch nochmal ab. Und da ist es vorbei. Und ja, liebe Leute, wir können uns zum zweiten Mal hintereinander für die Champions League qualifizieren. Chandler rastet komplett aus. Es gibt heute bestimmt nochmal ein schönes Abendessen für die Jungs. Und dann können sie dann morgen ganz gechillt dann zurückfliegen nach Nürnberg. Ja, alles in allem wirklich ein verdienter Sieg für uns. Auch aus jetzt hier in Istanbul bei Fenerbahce. Die Jungs hatten eine Chance, wir hatten 5. Wir haben dann letztendlich... Das Tor wird hier nicht aufgeführt, weil es so ein kurioses Ding war. Durch Kiyotaka ist 2-1 gemacht, nach einem Freistoß, der unter der Mauer durchging. Ja, Leute, wir gehen jetzt sofort weiter in den Nachbericht, gucken uns die Ergebnisse an und ich denke mal, dann wird auch sofort ausgelost. Ich bin sehr gespannt. Bis gleich. 3-1 nach Hin- und Rückspiel. Ihr seht es oben in der Leiste. Wir können uns durchsetzen, haben beide Spiele gewonnen gegen Fenerbahce. Alles andere als ein leichter Gegner, würde ich mal behaupten. Und wir haben natürlich am Ende ein bisschen Glück gehabt, dass das noch der Sieg wurde, weil dieser Freistoß von Kiyotaka, der war so lustig, der hätte normalerweise gehalten werden müssen. Vom Torwart Demirel, aber der hat sich den da ein bisschen selber reingeboxt. Hand, Knie, was auch immer da beteiligt war, aber letztendlich können wir uns hier in der Türkei durchsetzen, was ich nicht erwartet hätte, aber das ist auf jeden Fall schön zu sehen. Und jetzt bin ich gespannt, wir schauen hier nochmal interessehalber und vollständigkeitshalber nochmal auf die Ergebnisse und Statistiken. Hier haben wir jetzt die Ergebnisse. Spieler des Spiels haben wir gerade noch gesehen. War Hiroshi Kiyotaka. Wir kommen weiter. Bilbao kann sich auch gegen Herrenwien durchsetzen. Tottenham gewinnt gegen Moskau. Das ist schön. Dann haben wir die auch dabei. Marseille kommt weiter gegen Göteborg. Inter ganz locker gegen Genk. Rosenborg. Aalborg kommt weiter. Basel gegen Salzburg. Da entscheidet Red Bull das Ding für sich. Dann im Rückspiel ganz klar. Hajduk Split kommt weiter und letztendlich Metalist Kharkiv aus der Ukraine. Die Stimme noch zum Abschluss. Schäfer ist heute vorne weggegangen und war der überragende Leader der Mannschaft. Wegen solcher Vorstellung ist er unser Mannschaftskapitän, das sage ich. Ja, er ist unser Anführer. Uns fehlen eindeutig Führungsspieler, das wissen wir ja. Da müssen wir unbedingt in Zukunft dran schrauben. Kiyotaka hat sogar noch eine 1,5 am Ende bekommen. Dirk Keut mit einer 2,5. Hat das Führungstor gemacht, also da ging ja richtig die Post ab im Stadion. Da habe ich schon gedacht, es könnte wirklich hier eng werden mit uns.
oder für uns. So, ich bin gespannt, was jetzt ausgelost wird, liebe Freunde. Geh mal rein. Ich würde auch sagen, dass wir uns das Ding hier ganz gepflegt reinziehen. Wir sind wieder in Lostop 4. Ich verstehe nicht ganz warum, weil wir ja letzte Saison das Halbfinale klar gemacht haben. Aber es wird auf jeden Fall sehr spannend werden. So, starten wir das Ding. Ich würde sagen, das wird jetzt ein bisschen länger werden, weil wir uns jetzt wirklich jetzt alles ganz genüsslich angucken wollen. Wann hatten wir das schon mal? Man muss es wirklich genießen, wenn man in der Champions League dabei ist. So, Lostopf. Ja, Lostopf 1 auszulosen ist relativ unspektakulär. Die werden natürlich alle ihre eigene Gruppe bekommen, von Gruppe A bis Gruppe H. Da haben wir gerade die beiden spanischen Schwergewichte gesehen. Jetzt der zweite Manchester-Verein gezogen worden, nachdem City schon in Gruppe B ist. Juventus in Gruppe F. Inter Mailand und Chelsea wird in Gruppe H gehen. Ja, Stichwort Champions League. Ich habe jetzt hier die Auslosung virtuell im Fußballmanager. In der Wirklichkeit wurde die heute auch ausgelost. Das Viertelfinale. Und ja, da sieht es ja für die deutschen Mannschaften so ein bisschen 50-50 aus. Die Dortmunder haben ein bisschen Glück gehabt mit Malaga, aber die Bayern mit Juventus, das wird schon ein bisschen härter. Und da bin ich sehr gespannt auf das Spiel. So, guck mal hier wieder. Bayern München hat jetzt Liverpool in die Gruppe bekommen. Real hat Marseille, Barcelona hat Tottenham dabei und Paris geht zu Manchester United. Juventus hat es dann ein bisschen einfacher mit Sporting Lissabon und Dortmund kommt zu Inter Mailand in die Gruppe. Das gibt auch wirklich spannende Spiele, bin ich sicher. Und Chelsea mit Moskau, eigentlich einen recht einfachen Gegner gezogen. Athletic Bilbao, also auf die können wir nicht mehr treffen, auch können wir theoretisch schon. Aber ich denke mal nicht, dass zwei deutsche Mannschaften in einer Gruppe sein dürfen. Also die gehen zu den Bayern und Liverpool. Leverkusen zu Man City und AS Rom. Lyon in eine tolle Gruppe mit Tottenham und Barcelona. Benfica geht in die Real-Gruppe. Anderlecht zu Man United und Paris Saint-Germain. Jetzt wollen wir mal schauen. Galatasaray, also der Lokalrivale von Fenerbahce, die sind hier dabei. Die spielen gegen Juventus und Sporting. PSV Eindhoven ist hier dabei. In die Dortmund-Gruppe und Valencia zu Chelsea und ZSKA Moskau. Jetzt wird's interessant. Red Bull Salzburg kommt in die Bayern-Gruppe. So, Schachtja Donetsk komplettiert hier Gruppe B. Das ist ein Gegner von Leverkusen. Wir kommen in Gruppe C mit Barcelona. Schon wieder Tottenham und Olympique Lyon. Also das ist ja mein absoluter Kracher. Und das macht mir jetzt schon ein bisschen Angst, weil... Also wir haben ja vor der Saison in den Budgetverhandlungen angegeben, dass wir das Achtelfinale haben wollen. Und wenn ich mir das jetzt hier so angucke, die dürfen gegen Barcelona spielen. Das ist eigentlich schon mal das, was mich wirklich freut. Also die Spiele sind ja wirklich das Salz in der Suppe. Aber hier weiterzukommen in dieser Gruppe, also das ist wirklich ein absoluter Knaller, würde ich sagen. Ja, ich habe vorhin noch gedacht, so innerlich für mich, ich habe es nicht ausgesprochen, aber ich habe noch gedacht, es wäre ja wirklich schlimm, wenn wir Tottenham wiederbekommen würden. Und das hat auch gleichzeitig dann bedeutet, da Barcelona auch noch dabei ist, dass wir... Ja, die Todesgruppe bekommen und es ist wirklich so gekommen. Gruppe C mit Barcelona, Tottenham und Olympique Lyon aus Frankreich. Gut, wir gehen mal in die Woche. Marktpoolzahlung UEFA Champions League. Ich bin mal gespannt, wie viel wir bekommen werden. So, Europa League Playoff. Da können wir auch nochmal schnell reingucken. Ich werde jetzt hier nicht alles durchackern, das wäre ein bisschen viel. Einfach mal gucken, dass wir die deutschen Mannschaften rausfischen. Das war ja, glaube ich, der HSV und Schalke auch. Da ist Atletico, da ist Hamburg und die schaffen es Gott sei Dank. Die haben sich gegen Standard Lüttich durchgesetzt mit 1:0. Samuel Eto'o hat hier wirklich, ja, für Hamburg die Kohlen aus dem Feuer geholt. Das ist schön. So, FC Zürich, wen haben wir denn dahin geschickt? Ich glaube, da spielt doch der Mäntler. Die haben es auch geschafft, die spielen auch international. Das ist toll, dann kann er sogar international spielen. Wenn er denn spielt, ich hoffe. Newcastle hat ein bisschen Glück gegen Rotterdam, aber ich wollte ja gar nicht so viel gucken. Ich wollte ja nur wissen, ob Schalke auch dabei ist und die haben es ganz klar gerissen. Lewis Holtby mit 2 Buden und Jordan Ayew, die Leihgabe von den Bayern. 7:1 am Ende in der Addition gegen Spartak Moskau. Ich denke, hier unten ist nichts mehr, ne? Nee, ist nichts mehr. Nee, nichts mehr da. Alle deutschen Mannschaften konnten sich qualifizieren, das ist doch echt klasse zu sehen. So, und jetzt wartet Düsseldorf und danach haben wir dann Gott sei Dank mal eine kleine Pause. Der Bauhof ist abgeschlossen. Jugendinternat in 12 Tagen. Also wir haben wieder ein bisschen was, was wir da reinbuttern können. Erstmal gucken wir hier nach Frank Steigelmann. 3,5 Talentsterne, fleißig im Sturm. Der ist vereinstreu, der ist professionell und eigenständig.
Ganz, ganz tolles Talent, was die uns hier angeschleppt haben. 16 Jahre alt, Fähigkeiten 58. Den will ich natürlich haben. So, A-Junioren. Die gewinnen 3:0 gegen Wolfsburg. Christoph Steffen mit 3 Toren. Ist es der, der im letztens auch schon 4 Tore gemacht hat? Das will ich jetzt genau wissen. Wenn ich es denn könnte. Wo haben wir denn hier? Kann ich gar nicht sehen. Das ist schade. Aber ich meine, der wäre das gewesen. Da müssen wir auf jeden Fall auch mal in die Ergebnisse gucken, wie die stehen. Pokalauslosung haben wir gesehen. Da, das ist natürlich absolut grandios. Da freue ich mich schon wie ein Schnitzel drauf auf diese Spiele. Und ja Gott, wenn wir ausscheiden, dann scheiden wir aus, ne? Aber wir haben es ja gesehen. Wir haben selbst gegen Man City letzte Saison sehr gut ausgesehen. Und warum auch nicht gegen diese Mannschaften? Vielleicht, wenn wir es schaffen könnten, die auf dem Papier schwächste Formation hier, nämlich Olympique Lyon, ein bisschen zu knacken, vielleicht den Europa-League-Platz dann zu sichern. Marktpulszahlung. Wir bekommen 9,51 Millionen, was im Endeffekt bedeutet, dass wir jetzt wieder einen schönen Kontostand von 26,2 Millionen haben. Und steht hier irgendwas von wegen, wie viel Geld wir noch bekommen, dass wir uns qualifiziert haben? Wahrscheinlich nicht, also außerhalb von diesen. Da sehen wir es nochmal. Alle 4 Wochen kann ich fragen, wir sehen jetzt schon, was es ausmacht, was wir hier für eine Gesamtsumme haben. Fernsehgelder allein schon 53 Millionen kalkuliert, also das ist Wahnsinn. Scouting abgeschlossen von Düsseldorf. Danke, Herr Mintal. Medienarbeit zahlt sich aus. Irgendwas in Finnland haben wir da. Ein paar Spieler. Kuopio. Oh Gott. HJK Helsinki. Ah, das ist alles nicht im Moment interessant. Jugendspieler haben wir gesehen. Neue Gegenstände. Was habe ich denn da? Kann ich irgendwelche Ecken hinmachen oder was? Ich weiß es gar nicht. Ne, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte... Ne, wo sind denn diese Ecken, die ich da habe? Wie kann ich die denn hinmachen? Diese Ecken hier. Pff, keine Ahnung. Ist auch eigentlich wurscht. Scouting abgeschlossen von Köln. Da sind wahrscheinlich die Jugendmannschaften gemeint. Ja, ganz genau. Was haben wir hier? Hast du von Fenerbahce noch? Ganz, ganz tolle Sache. Ich bin echt froh darüber, wie es gelaufen ist. Ja, und da würde ich doch sagen, gehen wir mal sofort weiter. Wir haben ja eigentlich nichts zu verschenken jetzt. Teamdynamik mal schauen. 362, das geht extremst nach oben. André Hoffmann ist jetzt im Moment euphorisch, 79er Stärke. Papadopoulos auf eine 80, Kiyotaka auf eine 81. Wir gucken uns mal gerade das Team an. 845er Stärke. Ich denke mal, André Hoffmann, der hat sich jetzt nochmal eine Pause verdient. Der ist mir in der Frische wirklich sehr weit unten. Und der hat, glaube ich, auch mittlerweile jedes Spiel gespielt. Ich wollte aber mal schauen, wie es hier aussieht. Erste Mannschaft kennen wir ja. Reserve, die stehen an 1. Ja, 3 Siege. Und 10:3 Tore geschossen. Wir wollen ja vielleicht, wir wollen den Aufstieg endlich schaffen. Ich habe ja schon angekündigt, dass wir das in der letzten Saison schon schaffen wollten, aber es hat nicht ganz hingehauen, waren wieder knapp dran gewesen. So, die A-Jugend steht genauso an 1. Die haben auch 3 Siege, 11:1 Tore, also das fängt hier an wie gemalt. B-Jugend hatten mehr Probleme, in Anführungszeichen. Die haben 7 Punkte, auch kein schlechter Ausgangspunkt. Ja, das läuft alles echt, wie es Maloney sagen würde, wie geschnitten Brot. An der Stelle mal wieder einen schönen Gruß an alle, die mit mir zusammen diesen schönen Fußballmanager spielen. Let's playen. Die geile Düsseldorf-Hymne hier. Und ja, das Topspiel Dortmund gegen Gladbach. Wir sind hier nicht aufgeführt, aber ist auch kein Wunder gegen Düsseldorf. Das ist ja nicht unbedingt eine Top-Mannschaft. Entschuldigung an die Düsseldorfer und an die Fans natürlich, aber ich denke mal, das ist nicht vermessen, das zu behaupten. Auch wenn die hier im Let's Play wirklich nicht schlecht spielen, sind immer noch in der ersten Liga, was wirklich eine Hochachtung verdient mit diesen kleinen Mitteln, die die zur Verfügung haben. So, da haben wir jetzt noch ein paar Trainingsziele angepasst. Ich denke mal, das lassen wir oben stehen. Das schieben wir mal nach oben. Das eine Hinweis vom Assistenten. Was haben wir denn? Kiyotake. Rechts außen kann der auch eventuell spielen. Ja, kann er auch. Der hat Fähigkeiten da auch 79, genau wie beim OM. Aber das ist natürlich nicht nötig, weil da haben wir genug Leute, die da spielen können. Wiesmeier hat mittlerweile eine 78 und das ist schon schön zu sehen. Jetzt haben die endlich auch dieses Loch da ein bisschen verlassen, wo die wirklich die ganze Vorbereitung drin lagen. Also wir haben wirklich immer gewonnen. Wir waren auch Vorrundenmeister, sagen wir mal Vorbereitungsmeister, beste Mannschaft. Und aber irgendwie haben die Jungs es nicht rüber retten können, was Form und Moral angeht. Jetzt scheint sich das so ein bisschen einzupendeln. Und
Ich denke mal, wir müssen auf jeden Fall Westergaard wieder reintun. Der muss ja spielen. Ich denke mal, Hoffmann kann mal raus. Der hat sich's verdient. Wir tauschen die beiden. Hier Papadopoulos. Mann, eine 80. Ich habe eigentlich im Moment noch gar keine Veranlassung, den Kerl hier wirklich im defensiven Mittelfeld einzusetzen, wo es ja eigentlich hin sollte. Der macht es im Moment so toll da wirklich in der Innenverteidigung. Wir haben den da ja reingeschmissen ins absolute kalte Wasser. Und wirklich ganz toll, was er da macht. Ein Gangkam mit einer 63. Baktasch und Notnagel, die hängen auch schon ewig auf einer 61 rum. Die sollen sich langsam mal ein bisschen da am Riemen reißen und mal wirklich dann sich weiterentwickeln. Er bekommt jetzt hier demnächst eine weitere Erfahrungsstufe, was ihm auch schon mal hilft. Torriecher von 69, da soll er mal dran arbeiten. Wo habe ich den? Den tun wir nochmal nach oben. Das ist wichtig. So, ich würde fast sagen, erste Mannschaft, Taktik natürlich, dürfen Sie nicht vergessen. Wir spielen jetzt ein bisschen lockerer hier gegen Düsseldorf, natürlich nicht zu locker. Mannschaften unterschätzen ist nämlich ganz, ganz böse. Und gerade bei so einer Mannschaft, da hatten wir schon wieder so einen Torwart hier, ich erinnere mich da immer mit Schrecken an Kevin Trapp, der uns ja wirklich das Leben sehr schwer gemacht hat mit den Frankfurtern. Und der Giefer ist genauso einer. Also der kann, der muss noch nicht mal einen guten Tag haben, der kann dir also permanent wirklich durch seine Paraden die Laune verderben. Also die Mannschaft sieht jetzt schon wirklich ganz toll aus. Also vor allen Dingen, was hier die Offensive angeht und die Defensive auch. Das, was hier so ein bisschen rausklingt, ist immer noch die, ja, die Sechserposition, die doppelte. Aber da ist ja dann Papadopoulos für eingeplant. Wer ist denn hier überhaupt bester Torvorbereiter oder sowas? Kann ich gar nicht sehen. Aber ich denke mal, der Burgstaller, der war sonst stark. Da kann ich mich dran erinnern, der nämlich von Rapid Wien gekommen ist. Also quasi eine österreichische Flanke hier außen. Zusammen mit Sabitzer. Da muss er ein bisschen aufpassen. Ich habe aber gar keine Bedenken, dass wir jetzt auch gegen Düsseldorf nachlegen können vielleicht. Und dann haben wir erstmal eine schöne Pause und ja, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Düsseldorf, machen wir den Textmodus und dann schön gechillt die Länderspielpause genießen und dann mal ein bisschen gucken und machen und ja, würde sagen, bis gleich.